Da sind wir wieder bei Legend of Zelda The Minish Cap. Jo, im letzten Part haben wir den dritten Dungeon erfolgreich hinter uns gelassen, haben nicht wie erwartet ein Element bekommen, sondern dafür die Ocarina des Windes, die wir jetzt auch mal gleich testen werden, denn mit dieser können wir jetzt dahin fliegen, wo wir bereits die Statuen oder die Grabsteine, besser gesagt, weggeräumt haben. Und als erstes werde ich hier in die Stadt fliegen, weil da gibt es einiges zu erledigen, bevor wir in den nächsten Dungeon können. Aha, diese rätselhafte Male überall. Das sind Wegweiser für die Vögel, die den Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel zeigt uns zu den Windmalen, die wir kennen. Hast du das verstanden, Pat? Nö, gar nicht, Kazooie. Na, wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Nun gut. Erstmal muss ich hier... Ich weiß, hier war irgendwo eine Bäckerei. Da konnte man sich irgendwo durchbuddeln mit den Handschuhen, die wir jetzt haben. Oh, wo war die denn? Das ist der Postmensch. No. Ich gehe mal hier nach unten. Vielleicht hier. Ach, hier komme ich gar nicht rüber, oder was? Ach, das ist ja fies. Über dieser Schwertkunstmensch. Da war die mit den Hühnern, glaube ich. Wo war der Typ denn jetzt? Ah! Hier. Musste ich mich aber verkleinern? Ah, das riecht aber lecker. Izulu, kümmere dich mal nicht um das Essen, sondern überleg mal. Irgendwie, ahaha. Da natürlich. So. Kann man irgendwo durchbuddeln? Okay, Glücksfragment. Jo, hier waren ein paar Fragmente, die wir finden können. Aber auch noch andere Dinge, glaube ich. Bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf alle Fälle schadet es nicht, wenn wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und ich glaube, hier gab es gleich noch eins. Komm, geh weg. Langweiler. Och, die langweilen mich wirklich. So. Hier durch, da noch durchkämpfen. Ja. Da gibt's nix. Hier aber noch das letzte Fragment. Und dann können wir hier nach unten gehen. Komm her. Na, dann halt nicht. Was gibt's denn hier schönes Geld? Hey! Ist immer gut. Ah. Kleine Schiebespaße. Muss ich dich beseitigen, aber da komme ich nicht durch. Comic Nick Durk, würde Bruce jetzt sagen. Das ist jetzt hier Nickegut. Nö, das bringt alles gar nichts. Also, wenn ich dich hier wegschiebe, das bringt mir natürlich auch nisch. Das jetzt behindert hier. Wieso kann ich die eigentlich nicht greifen? Hm.
Nun gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn das Problem gelöst ist. Gut, wieder da und ich merke, dass ich doch gar nicht so verkehrt lag. Hier kann ich noch nicht weiter. Deshalb verschwinden wir erstmal wieder. Och nö. Wieso muss man sich hier wieder durchbuddeln? Unglaublich. So, dann kann ich jetzt nämlich woanders hin. In der Stadt ein bisschen weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt zu dem Haus, wo sich ein Geist, glaube ich, über dem Dach befindet. Wir gucken mal, wo es sich denn aufhält. Das ist es schon mal nicht. Nein. Ne, den Geist meine ich nicht. Das war das Hotel hier, was, glaube ich, mittlerweile offen hat. Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, hier ist der Bürgermeister. Das war die Schule. Nein. Post. Wo war das denn? Ah. Da sind wir doch richtig, oder? Findest du nicht? Hallo, willkommen in Chimarosladen. Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Ja. Nun gut, um es kurz zu sagen, mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermögliche dir im Traum gegen Monster anzutreten. Aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist es fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen. Vielleicht, möglicherweise. Im Traum. Ach, sei gewarnt. Du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Bist du besiegt, dann wer weiß, was dann passiert. Wagst du einen Kampf für 10? Sishi. Gut, du willst es also wissen. Dann werde ich nun beginnen. Sieh mir in die Augen, du wirst müde. 1, 2, 3, der Traum werde wahr. Was ein Psycho. Auf jeden Fall müssen wir hier alle Gegner eliminieren. Wenn uns dies gelingt... Wenn uns dies gelingt, wollte ich gerade sagen, dann... ja, dann bekommen wir ein Herzteil. Sorry, dass ich jetzt hier so wenig laber, da bin ich doch ein bisschen konzentrierter, dass das hier nicht schief geht. Ach, Glücksfragmente gibt es ja auch noch gleich. Coole Sache. So, sterb. Yes, that's it. That's it, und hier müsste eigentlich das Herz da sein. Jawohl, so ist es auch. Nach 200 haben wir wieder ein volles Herz. Damit ist diese Challenge, diese kleine Nebenquest auch erledigt. Oh, und da wacht er auf, der gute Link, im Bett. Und weckt erstmal Kazooie auf. Und? Hattest du einen schönen Traum? Dann beehr mich bald wieder. Naja, das überlege ich mir nochmal. Juti, dann gehen wir mal jetzt ein paar Fragmente vereinen und wenn mich nicht alles täuscht, müsste jetzt eigentlich irgendwo hier Tingle aufgetaucht sein. Ein alter Bekannter aus der Zelda-Reihe. Mal schauen, ob ich auch irgendwo zum Haus fliegen kann. Ja, kann ich. Dann sparen wir uns den Weg und fliegen da mal eben hin. Und da ist er auch! Tingle, hey! So. Besuchen wir den guten Mann nochmal. Grüne Mütze, grünes Outfit, bist du vielleicht eine Fee? Wie schön, wie schön. Ich will auch eine Fee werden. La la la. Ich habe ein Glücksfragment. Du auch? Wollen wir Fragmente vereinen? Na sishi. Willst du mich verarschen? Ach so, gut. Nee, er hat mir noch gesagt, dass mir noch 91 Fragmente fehlen. Boah. Solange ich ja mit ihm vereinen kann, ist ja alles tippitoppi. Da, wo tut sich denn jetzt was? Ja, das war vor Schloss Hyrule. Mal gucken, ob wir auch dahin fliegen können. So, jetzt kannst du eine Fee werden. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Glückwunsch an dich, Tingel. Oh, was heißt Abkürzung? Aber wenigstens können wir in die Stadt. Es ist etwas näher. Jo, und von diesen Tingel-Geschwistern gibt's noch... Nein! Link, was machst du? Gibt's noch zwei Stück? Den einen werden wir auch gleich sehen. Den Jingle heißt er, glaube ich. Und der letzte Twingle oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Gut, wir werden sehen. Auf alle Fälle holen wir uns erstmal das ab, was wir jetzt hier freigeschaltet haben. Was ist denn hier? Da muss ich noch ein bisschen gehen. Scheinbar noch ein bisschen gehen. Ah. Mal gucken. Was gibt's denn hier so Feines? Ein Glücksfragment. So, hier habe ich jetzt das Feuer angemacht. Was hilft mir das? Was hilft mir das? Moment. Oh, mal hier irgendwas platzieren. Vielleicht tut sich ja was. Nope. Das heißt, von der Seite aus konnten wir nur an das Fragment kommen. Und an die Truhe werden wir... Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Werden wir dann kommen, wenn wir alle drei von diesen Tingle-Geschwistern gefunden haben. Aber erstmal fliege ich hier zum zweiten, zum Jingle. Der müsste nämlich auf der Lon-Lon-Farm zu finden sein. Gucken wir uns das doch mal an. Lon-Lon-Farm. So, eben hier hingehen. Jetzt können wir ja auch durch die Tür, nachdem wir das hier geöffnet haben für den guten... Wie heißt der nochmal? Ach, egal, für den guten Lon-Lon-Menschen halt, ne? So, alles wächst und gedeiht, die Kühe sind glücklich, la la la. Und irgendwo müsste hier... Moment. Die Bäume können wir jetzt bearbeiten mit den Stiefeln. Ach, und jetzt kann ich, glaube ich, auch zu dem Herzteil, das ich da freigeschaltet habe vor etlicher Zeit, weil ich jetzt hier kleiner werden kann. So, die Gegner ignoriere ich mal dezent. Ne, ein Fragment war's. Oder ist da hinten auch noch was? Da scheint noch was zu sein. Yes, doch ein Herzteil. Wunderbar, dann fehlt uns nur noch eins. An den Gegnern schleichen wir uns mal eben dezent vorbei. Und vergrößern uns wieder.